So, da sind wir wieder. Jetzt geht's wieder auf die Nuss. Aber ich werde mich jetzt trotzdem mal versuchen, als Wächter zu tarnen. Gewänder. Wächteruniform tragen. Gucken, ob sie uns jetzt noch erkennen. Ja. Gut, dann tut mir leid. Ich habe gedacht, wir können uns dann hier vielleicht jetzt irgendwie langschleichen oder so. Aber dann werden wir halt doch wieder die Plattenrüstung anziehen. Kann mir enthauptet. Was? Du wagst dich? Ach schade, ich wollte ihm gerade ein bisschen Leben abschauen. Ja, ja. Ich werde jetzt erstmal zu Mutti gehen. Mensch, die Quest dauert doch um einiges länger, wie ich dachte. Ich dachte, wir hauen mal raschen mal schnell über den Friedhof da. Auf geht's. Ja, dann go. Ihr müsst den geheim... Achso. Okay, dann gehen wir halt hier lang. Unterirdischer Durchgang. Ach, stimmt ja. Und wieder hier durch. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Überlass mir die Wächter. Du kannst doch eh nichts, du Noob. Oh nein, das tut ihr nicht. Ist das jetzt die Gesundheitsanzeige von meiner Mutti? Oder von dem Typ? Das erkenne ich nicht so wirklich. Hier geht's lang. Ich könnte auch rein theoretisch einfach nur durchrushen. Die Zeit der Rache ist da. Mach ich auch einfach mal. Oh nein, das tut ihr nicht. Doch, mach. Ich rush jetzt hier mal durch. Au. Gut. Der Typ ist auch noch dabei. Es ist nicht mehr weit, aber wir müssen uns sputen. Kurzen Heiltrank einpfeifen und go. Jetzt kommen hier wahrscheinlich wieder die Skelett-Peters. Ja. So bin ich hoffentlich etwas schneller. Meine Mutti wird nicht so stark mitgenommen. So, und raus. Unterirdischer Tunnel. Schon noch ein gutes Stück. So, noch eine Geisterklinge, die ein paar Wächter ablenken soll. Ja, ja, später. Scheiß auf die Erfahrung. Einfach nur durchrushen. Mutti lebt noch. Das ist auch toll. Unterirdische Kammer. Auch hier werde ich einfach nur durchrushen. Nee, jetzt ist das Vieh. Ich wusste doch, da ist irgendein Vieh. Ach, jetzt muss ich das auch nochmal einen Bogen klappen. Wie eine Krake. Oder soll ich die Arme zerstückeln? Ich treffe das gar nicht. Okay. Mal ganz kurz so. Ach man. Die Barrieren scheinen mit dem Ding. Treffe ich es überhaupt? Geht mal weg. Ich treffe es gar nicht. Ich mache gar keinen Schaden da drauf. Wir gehen nur keine Sorgen. Noch ist es... Ah!
Boah, das dauert eine Ewigkeit. Vor allem, wenn ich nicht ausweichen kann. Ding nimmt ja so gar keinen Schaden. Nein, es trifft mich trotzdem. ...70 Schaden. Ah, zwei Flossen sind schon weg. Und die dritte Flosse ist weg. Ah, bekanntlich hat so eine Krake ja 8 Flossen. Ach, schade. War gerade das Lilla weg. So, die Flosse ist auch weg. Mach dir wegen mir keine Sorgen. Noch ist Leben in wissen, wie wir es besiegen können. Na, ja, vielleicht sollte ich gleich... Mutter, geh mal aus dem Weg, Mann. Du stehst im Weg, merkst du das nicht? Ja, ach. So. Ja. Ach scheiße, nicht schnell genug. Reagiert. Stirb. Mutter, du stehst echt kacke da. So, komm du letztes Fuddelarmvieh. Ein bisschen weglocken von meiner Mutti. So, und jetzt werde ich... kommt das raus? Ja. Kommt doch mal näher ran. Ja, ich kann es so nicht... Der dreht sich auch noch dabei, scheiße. Ja, wir hatten's. Uhuhu, endlich! Ja, sauf ab, du Kackvieh. Ich wusste doch, dass ich da vorhin irgendwas gesehen hatte. Schnell die Erfahrung einsammeln. Die Erfahrung nehme ich mit. Das könnt ihr aber glauben. Weil das war ja nicht mal wenig. So. Gut, jetzt gehen wir hier aber raus. Mann. Hoffentlich haben wir das jetzt mal geschafft. Und dorscht habe ich wie ein Pferd. Oh, der schöne Erzähler wieder mit seiner Imbe. Rachedurst brannte heiß wie Sonne im Helden und sein Schicksal war vorgezeichnet. Jack hatte einen Schatten auf sein ganzes Leben geworfen. Er war der Verantwortliche für die Erblindung seiner Schwester und die Gefangenschaft seiner Mutter. Und bald würde seine Macht absolut sein. Das werden wir erstmal sehen. Two.
Tja, du hast dich nach alledem doch recht gut entwickelt. Das war vorhin nicht schlecht. Hallo? Aber es gibt noch so viel zu tun. Jack kommt dem Schwert immer näher. Ich kann es spüren. Er braucht einen Schlüssel, um das Schwert aus seinem Versteck zu holen. Und jetzt weiß er, wo er ist. Der Schlüssel ist an der Hubküste, in den Ruinen einer alten Abtei. Du musst ihn vor ihm finden. Jo. Er weiß nicht, dass sich der Schlüssel nur einem Mitglied unserer Familie zeigen wird. Deshalb müssen wir ja auch deine Schwester finden. Solange sie da draußen ist, könnte sich Jack ihrer bedienen. Du solltest nach Darkwood gehen und das Portal untersuchen. Es muss eine Möglichkeit geben, es zu aktivieren. Es ist der einzige Weg zur Hubküste. Aber jetzt habe ich ein Geschenk für dich. Es fließt Kraft in deinen Adern, die noch nicht angezapft wurde. Dann nimm her damit. So, was war das jetzt? Stimmt's? Von jetzt an werde ich mit dir durch dein Gildensiegel sprechen können. Okay. Geh jetzt. Ich werde versuchen, Theresa zu finden. So, einiges an Erfahrung bekommen. Krakenzahn, 70 Gold. Huhu. Und es wird gespeichert. Das heißt, wir gehen skillen und hören dann auf. Euer Gildensiegel wurde reaktiviert. Willkommen. Ach, das ist aber schön. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Ja, wir werden jetzt auch erstmal in die Gilde gehen. Also jetzt bin ich schon weiter wie in meinem guten LP hier von der Hauptgeschichte her. Erstmal skillen gehen. Ja, Zähigkeit kaufen. 19.000 Zähigkeit kaufen. Oder gibt es noch eine Stufe 38.000? Ich wollte auch noch Gesundheit kaufen. 51.000 haben wir jetzt noch. Werden wir nochmal Zähigkeit kaufen. So, und dann das nächste geht dann in Gesundheit. Gut, dann haben wir Willenskraft ein wenig. Aber echt nicht viel. Damit können wir, glaube ich, mehr. Körperliche Zauber. Ja, körperliches Schild und so, das... Nö. Ich werde, glaube ich, Geisterschwerter nochmal skillen. Und Umgebungszauber... Nee, das reicht. Wir sind schon ein guter Bär. ja. So, dann gucken wir mal, was haben wir denn hier für Questkarten? Schatzsuche. Räuber haben Leute aus Bowerstone entführt. Sucht die Bande und befreit die Geiseln. Eine Räuberbande hat euch gebeten, einen ihrer... Was? Einen ihrer in einer Hinterkarawane festsitzenden Spione zu retten. Der Spion weiß nicht, dass man ihm eine Falle gestellt hat. Okay. Ja, wenn wir das hier noch eine Quest und Großtat übernehmen. Dann wird jetzt hier nämlich auch nochmal ein Auto gespeichert. Oder auch nicht. Solo-Mission. Erledige die Quest allein, ohne Räuber anzuheuern. Pazifist. Beende diese Aufgabe, ohne eine einzige Seele zu töten. Händlermassaker besiegt alle Händler. Erlege diesen Quest und besiegt alle Wächter. Händlermassaker auf jeden Fall. Und wir machen auch Wächtermassaker. Ja, und dann nehmen wir halt auch keine Dings mit. So, gut. Wir wollen eine Großtat hören. Wir glühen gar nicht mehr so rot, ja? Ihr könnt halten, was ihr versprochen habt. Ich glaube, wir müssen hier mal ein paar Leute umbringen. Dafür werdet ihr bezahlen. Egal was in aller Welt. Damit kommt ihr nicht davon. Doch, werde ich. Dafür werdet ihr bezahlen. Egal was. Ach, scheiße. Sehr ruhig.
Nein, geh doch weg. Nein, dich nicht. Du. Du musst nur dran glauben. Zack. So. Ja. Ah, jetzt glühen wir auch wieder rot. Gut, aber dann würde ich mal behaupten, dass ich kurz niesen muss. Oder ne, geht. Ja, das ist jetzt hier mein Spielstandspeicher. Und wir uns dann in den nächsten... Oh doch, jetzt muss ich niesen. So, und wir uns in den nächsten Part sehen. Sorry. Also, bis dann, Leute. Macht's gut. Tschaußen. Achso, Aufnahme stoppen, ja. So, jetzt aber. Tschüssen.